Good evening, everyone. In a few minutes, the Nintendo Hacking 2016 talk will start. This talk will be translated into German, and there are English subtitles available. Anyway, without much further ado, these are Derek, Neerwirt, and Netwil. The three students have been working on hacking the Nintendo platform for a while now, and please give them a warm applause. Willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag von Nintendo Hacking 2016. Wir sind Siri und Florian. Wir freuen uns immer auf Feedback auf Twitter. Unser Hashtag ist Hashtag C3T. Und wir springen dann gleich mal in die Übersetzung. So, willkommen bei Nintendo Hacking 2016. Ich stelle auch mal die anderen Leute vor. Das ist Derek, das ist Njek. Und ich kann für uns alle drei sprechen und sagen, dass wir sehr fröhlich froh sind, dass wir hier sind. Dass wir hier sein dürfen und euch erzählen können, was wir letzte anderthalb Jahre so gemacht haben, schätze ich. Ich fange mal an mit dem Zustand der Wii U. Failoverflows, Console Hacking Talk habt ihr vielleicht in 2016/13 gesehen. Da ist nicht so viel weiter passiert bis 2015. Da gab es einen öffentlichen Exploit. Und wir wollten einfach mehr Zugang, als es einfach nur zu benutzen. Dass außerdem der Kernel auf einem PPC arbeitet. Und User-Mode und Kernel-Mode, darüber sprechen wir heute nicht, weil die Kernel-Exploits noch viel lustiger sind. Wir fangen jetzt einfach mit dem PowerPC-Kernel an, ganz schnell. Hat lauter Standard-Sicherheitssachen. Kein ASLR, was macht es uns allen viel einfacher, hat 140 Syscalls. Wir können die nicht wirklich benamen am Anfang. Aber es ist die nette Sache ist, der RPL-Mechanismus von der Wii U für dynamische Bibliotheken, Coordinate RPL, das ist sehr einfach und wir können alle Syscalls sehr einfach benennen. Und es ist recht wichtig, dass alle Syscalls Safe Copy In, Copy Out Mechanismus benutzen. Wir haben also einfach jeden Syscall umgekehrt und uns nach Bugs gesucht. Was wir dann gefunden haben, das nennt man einen iControl-V-Hacks oder warum Indirections schwer sind. Es ist einfach ein Bug im IPC-K-Driver-Submit-Requests-Syscall. Das heißt, dass wir Requests vom User-Mode übermitteln wollen. Darüber sprechen wir später. Und du übermittelst diese Requests und der Kernel benutzt Copy-Ins, um die zu nehmen vom User-Mode zum Kernel-Mode. Und es gibt nur so eine bestimmte Art von Request, die eine Indirection beinhaltet. Das haben wir einfach ignoriert für das zweite Level und für das Beste gehofft. Lass uns das relevanten Part angucken. Sorry, dass wir dir den Code hier zeigen, aber das ist nicht so viel mehr. Da ist ein IS-Packer in der second line, in der zweiten Zeile. Und ganz oben ist dieser Special Request Entry. Buffer Size, virtuelle Adresse. Und was wir für den User-Mode machen, ist, dass wir die Größe und die Virtual Address ausfüllen. Und der Kernel, was ganz angenehm ist für uns, hat einfach die virtuelle Adresse zur psychischen Adresse geändert. Also es kopiert halt den User-Mode rein und geht dann durch die ganzen Einträge durch und verändert dann die physikalischen Adressen, repariert die für uns. Da ist einfach kein Sicherheitsmechanismus drin, das ist dem ganz egal. Das gibt uns einfach einen Schreibzugriff auf ziemlich alles, was wir wollen. Das sieht schwer aus. Wir gehen durch diese Konversation, aber wir brauchen eigentlich nur ein Byte, um den ganzen Kernel zu exploiten. Wir bemerken, dass KI Effective to Physical eine Inversionsfunktion, die sich einfach nur 0 eingibt für jeden Müll, den wir eingeben. Es ist eine ziemlich große Chance, dass da Garbage reinkommt,
wenn wir das auf einen anderen Teil von Kernel zeigen. Und die Strategie ist, dass wir dieses Curl-Handler-Adresse, und das wird ja von den letzten Byte, wir haben gehofft, dass die neue Adresse so ein User-Login zeigt und haben einfach das Beste gehofft. Das andere ist, dass eine JIT-Area läuft und das Dumme ist, dass man die einfach aus dem Kernel-Mode ausführen kann, aus irgendeinem Grund. Das ist ganz nett. Lass uns die Relevanzstruktur mal kurz ansehen. Das ist der Kernel. Das sollten wir von unten nach oben lesen. Okay, ganz unten haben wir diesen Eintrag KE-Loader-Call. Und dieser letzte Byte, das ist ein Hex F0. Was wir machen, ist, den letzten Byte zu überschreiben, die letzte 7. Und was passiert ist, dass der Syscall auf diesen das Ding ganz oben zeigt. Das ist ein Register R28. Und wir können das kontrollieren und das bringt uns die Möglichkeit, irgendwo hinzuspringen. Einfach gesagt. Wie exploiten wir das? Wir haben eine K-Mode-Funktion. K-Control-V zu dieser veränderten Adresse und das ist einfach nur der Syscall, der einfach irgendwo hingeht, wo wir hinwollen. Also die View fängt mit 4 Herzen an. Das gibt es schon mal Code-Ausführbarkeit, das ist schon mal ein Herz weniger. Das ist ganz nett, aber wir müssen noch tiefer und wir können es auch. Wir gucken uns die IOSU-Architektur an. Das ist ein großes ELF-File. Da sind der Kernel alle Dienste drin. Es läuft auf Starbuck. Hat noch so ein Hardware-Ding, damit kein Execute rumkommt und hat kein ASLR, auch nicht. Es ist ein Mikrokernel mit ungefähr 140 Syscalls. Was wir auch sehen können, ist, dass der Kernel alle Dienste einfach auf einmal spawnt. Bevor wir das exploiten, müssen wir erstmal einen von diesen User-Mode-Prozessen exploiten. Das machen wir auch, aber da reden wir nicht drüber. Und wir müssen wieder alle Syscalls umkehren und nach Bugs suchen. Was wir herausgefunden haben, ist MQ-Hex, also Message-Q-Hex. Und das stirbt einfach niemals in Overflows rein. Gucken wir uns den Code nochmal an. Diesen Syscall, der heißt Create Message Queue, das macht einen Buffer und eine Anzahl von Buffer-Einträgen. Und jeder Buffer-Eintrag ist 4 Bytes groß. Wenn er die Adresse überprüft, dann siehst du die Anzahl der Anträge mit 4 Bytes. Das ist ganz nett. Einfach die maximale Nummer von Einträgen in den Message Queue zu schreiben. Und dann senden wir den Syscall. iOS. Wenn man sich die Kernel Section Flex anschaut, wo man den Kernel Deck sieht, dann sieht man Read Execute im Kernel und bei diesen Data sieht man Read Write, aber das sind alles Lügen. Unsere Exploit Strategy sieht deshalb so aus, dass wir uns, wenn wir uns die relevanten Teile im IOSU Kernel mal anschauen, dann sehen wir, es beginnt bei dieser niedrigen Adresse und es ist sehr bequem für uns, da gibt es einen Systemaufruf. Und die Adressen davor sind alle gültig. Also legen wir einen Message Queue an, der bei minus 8 Bytes anfängt. Und diese magische Hack dahinter bringt uns zu dem Punkt, von dem aus wir einfach 2 Messages losschicken und eine ARM Instruction. Und was das tut, ist, es sorgt dafür, dass diese Sektion überschrieben wird. Und wir gucken uns mal den Integer Overflow an. Ja, 4-mal dieser Wert um 4 Bytes kürzen und damit denkt der Kernel, dass der Message Queue nur 8 Bytes sind, aber wir können jede Message da reinlegen. Das gibt uns schon bereits das IOSU Kernel Mode Execution, 2. Herz. Und damit haben wir komplette Kontrolle über die Konsole. Das ist ja schon mal sehr angenehm. Das enthält alle Schlüssel, außer dem Boot-1-Schlüssel. Den schauen wir uns später nochmal an. Diese
Schlüssel sind leider ausgeschlossen, wie wir bereits gesehen haben. Jetzt wollen wir Sachen persistent machen. Der Inhalt ist nur während der Installation verifiziert, aber nicht während des Bootens. Nur das Binary wird bei kurz davor der Ausführung verifiziert, sodass wir den Inhalt mit den GIT-Permissions ändern können. Wir überschreiben quasi den ROM für so ein DS-Spiel, exploiten damit den Emulator und bekommen damit wieder Code Execution. Außerdem gibt es da diese Konfigurationsdatei, die quasi sagt, welcher Teil soll gebootet werden. Wir können die Title-ID überschreiben und wenn man den DS-Emulator-Title überschreibt und die Konsole neu startet, dann bootet man einfach direkt in das Spiel. Das gibt uns Persistent Code Execution bei einem Cold Boot mit kompletter Kontrolle über die Konsole. Game over? Ja, nein. Halbes Herz ist noch übrig. Wie wir gerade gesehen haben, ist der Kernel inzwischen schon ziemlich kaputt. Was allerdings noch fehlt, ist, ja, wir sehen das hier aus einem anderen, von der Slide aus einem anderen Talk. Ihr seht auf jeden Fall dasselbe Theme für unsere Slides. Im Grunde dieser Stage 2 Bootloader mit dem Boot One Key. Dieser Schlüssel ist uns immer noch unbekannt. Wir versuchten, da ranzubekommen über eine Side-Channel-Attack, aber das sah nicht gut aus. Es wäre also schön, diesen Schlüssel zu haben. Und das Erste, was wir taten, war einen NAND-Tracer anzuschließen, um im Grunde durchzusniffen, was dort an Traffic passiert zwischen dem NAND und den Boot One Reads, um zu gucken, was dieser Prozess aus dem Flash-Speicher liest. Wir sehen da also erstmal ein paar nette Adressen. Die können wir vergleichen mit dem Dateisystem auf dem Flash-Speicher, um zu sehen, welche Datei dort gelesen wird. Wir spielen dann einfach ein bisschen rum mit ein paar Dateien auf diesem Dateisystem und fanden raus, dass Boot One ein System.xml-Datei ausparst. Das sieht nicht so richtig sicher aus, eine XML-Datei zu parsen in so einem zeitigen Teil des Boot-Prozesses. Es gibt eine ganze Menge, die dort schiefgehen kann. Wir versuchten also, das anzugreifen, versuchten ein paar Exploits dort anzuwenden. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Also haben wir was anderes ausprobiert. Der ist Boot One. Entschuldigung, wir haben Boot Zero. Und das bootet Boot One. Und wir fanden heraus, dass es das Boot-ROM, dass man das Virtual Remoting wieder neu aktivieren kann. Wir können dann sehen, dass es den Boot-1-Schlüssel vom OTP liest und den Boot-1-Key wieder ausschließt. Und das passiert sehr, sehr zeitig im Prozess. Aber es wird im Speicher gehalten, bis die Sachen erledigt sind, bis quasi Boot 1 erfolgreich gestartet ist oder halt ein Fehler passiert. Und das bedeutet, dass wir Boot 0 exploiten müssen, um an den Boot 1-Schlüssel ranzukommen. Leider ist Boot 0 ziemlich sicher. Gut, das ist fast etwas überraschend, weil es ja eigentlich eine View ist. Und die Frage, wie können wir etwas exploiten, das keine Bugs hat? Die Antwort darauf ist, wir müssen halt unsere eigenen Bugs da einschleusen. Wir machen das, indem wir Fault Injection anwenden. Vielleicht habt ihr davon gehört. Man bringt einfach einen Fehler in das Gerät ein, indem man an der Spannung oder an der Uhr herumspielt, indem man mit Elektromagnetismus etwas verändert. Im Grunde, was man haben möchte, man möchte eine mutierte, eine mutated Instruction haben oder
kaputte Register haben. Was man nicht möchte, ist einfach nur ein Lockup, sodass das System crasht. Das hilft nicht so richtig weiter. Wir wollen also einen Glitch in Boot Zero einfügen. Und um das zu tun, müssen wir ein angenehmes Ziel für uns finden, einfach einen richtig schönen Schwachpunkt. Also schauen wir uns mal an, was Boot Zero eigentlich macht. Das erste ist, es kopiert sich selbst in den RAM, aus einem Grund, den wir nicht verstehen. Und das ist schön für uns, weil es steht in einem RAM und wird dann von dort aus ausgeführt. Es kopiert den Boot-1-Key in den Speicher, schließt dann den OTP-Slot aus, macht noch ein paar andere Sachen mit dem Flash-Controller und liest dann tatsächlich den Boot-1-Header bzw. Boot-1-Image. Es liest erstmal den Header bis zu dieser Adresse. Und dann lesen sie die Größe aus diesem Header-Field raus. Sie machen zumindest einen Check für die Maximalgröße und achtet drauf, der Header selbst ist nicht verschlüsselt. Die machen auch keinerlei Prüfung von einer Signatur oder Ähnlichem in diesem Schritt. Die benutzen einfach die Größe, die dort steht, und machen dann tatsächlich in Boot One eine Signaturprüfung, schauen, dass dieses Image nicht kaputt ist, entschlüsseln diesen Boot-1-Code, benutzen den Schlüssel aus dem RAM, löschen den Schlüssel wieder und springen zu dem Entry Point für Boot One. Okay, was ist der Schwachpunkt an dieser Stelle? Ich meine, wenn man sich das anschaut, dann kann man eigentlich schon sagen, was es ist. Es ist natürlich diese Prüfung von der Größe dieses Feldes da. Was wir machen können, ist, wir schreiben einfach unsere eigene modifizierte Version von Boot One in den Flash-Rahmen mit einer ziemlich merkwürdigen Größe dann im Header einfach. Es wird dann dieser Header gelesen. Es soll dann eigentlich diesen Size-Check machen. Und das ist genau dort, wo wir den Glitch einfügen wollen. Schließlich überspringen wir diese Instruktionen und umgehen damit im Grunde den Size-Check. Wenn wir das Boot-1-Image mit dieser Größe lesen, dann haben wir einen Buffer-Overflow drin und haben dann ein paar Jump-Instructions am Ende, sodass, wenn es aus der Funktion zurückkehrt, wird es schließlich zu unserem eigenen Code springen. Ja, das ist unsere Boot-Zero-Code-Execution, so wie wir es machen. Zwei, drei Minuten. Gut, also haben wir Boot Zero Code Execution drin. Wir können einfach den Boot One Schlüssel aus dem RAM rausdumpen. Wir brauchen eigentlich keinen Exploit dafür. Boot Zero ist einfach, ist eigentlich recht sicher, aber bei Glitching versucht es sich vernünftig zu verhalten. Aber der Boot Zero Code ist dann beschreibbar. Und der Boot 1 Image Buffer befindet sich tatsächlich vor dem Boot Zero Buffer, sodass man einen Overflow einfügen kann. Und das funktioniert überraschend stabil. Also die Hälfte der Fälle können wir so arbeiten. Also gucken wir uns jetzt Boot 1 an. Boot 1 versteht das Wii U Dateisystem. Es lädt dann ein Firmware-Image. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir schauen uns diesen XML-Parser dann mal an. Aber leider sieht der ziemlich sicher aus. Ja. Aber möglicherweise haben wir einen Bug gefunden. Wir sind nicht so richtig sicher und wir haben noch nicht ernsthaft probiert, das zu exploiten. Denn es ist halt einfach nur die Wii U. Okay, so viel zu Wii U und ich gebe über zu Netwell, der sich über die 3DS jetzt äußern wird. Everyone.
So, hi alle, ich bin Ned. Ich hatte ihn mit dem 3DS letztes Jahr gemacht. Und ich möchte zeigen, wie das mit der Homebrew-Seite bei 3DS aussieht. Letztes Jahr haben diese Leute da den Userland-Kernel und diese Sicherheitsprozesse gebrochen. Den Hardware-Key-Scrambler haben sie kaputt gemacht und seitdem hat Nintendo einen Haufen Sicherheitsupdates rausgebracht haben das Bug-Kopfgeldprogramm angefangen. Es wurden viele Bugs gepatcht, aber wegen des hohen Levels an Exploitation ist es eigentlich recht einfach, neue Bugs und Exploits zu finden. Was ich deuten machen will, ist, dass es zwar ein Katz-und-Maus-Spiel, weil da so viel Kontrolle drin ist, können wir schwerere Bugs auch exploiten. Mit User Space kann man anfangen, dass unser Homebrew herkommt. Das ist schon ganz gut. Das war schon immer so ein großer Fokus für unsere Community. Das ist so ein bisschen wie User Space, da wo du deine eigenen Spiele laufen willst und modden willst und so. Wir haben so einen Haufen Game Entry Points gefunden und Browser Exploits. Und da sind ein paar Limitationen. Und zwar kosten Spielkarten Geld. Und die Spiele, die exploited werden, sind immer ein bisschen noch selten und unüblich. Deshalb wird es ziemlich teuer, wenn sobald der Demand zunimmt. Für den Browser hatten wir einen neuen Browser-Exploit und Nintendo kann das einfach in der Firmware rauspatchen, weil wenn wir eine Webpage holen, dann prüft das, ob das System auf der neuesten Version ist. Das entfernt zwischen die Browser-Exploits. Wenn wir uns das ansehen, dachte ich mir, dass es vielleicht lustig ist, wenn vielleicht ein paar Systemtitel als Eintrittspunkte exploitable sind. Ich habe Soundhacks gefunden. Und die Grundsache, dass wir uns angucken wollen, ist ganz offensichtlich, ist der Bildlader. Das hat nämlich JPEG Processing und den Musikspieler. Der kann einen Haufen Formate eigentlich. Hat sogar sein eigenes Playlist-Format. Wenn du einen eigenen Fehler irgendwo machst, dann ist es halt vorbei. Also ich versuche das mal mit Open Source Implementation zu vergleichen. Und das war halt alles sehr benutzerdefiniert. Das sah ganz gut aus. Dann haben wir einen Haufen Bugs gefunden. Aber versucht so kleine logische Bugs zusammen zu ketten. Das hat nicht richtig funktioniert. Das nächste war dann sehr kritisch. Also das demonstrieren wir hier mal kurz. Also MPEG war das Letzte, was wir uns angesehen haben. Und haben wir diesen ganzen Buffer für den Song. Und wenn man zum Laden geht, dann wird der Unicode, dieses so braun, das Memcopy, die einfach. Und Text ist jetzt gerade sehr kontrolliert. Und das ist alles. Also, das ist ziemlich cool, das ist ein ziemlich riesiger Exploit, das ist ein bisschen schwierig, so sieht es dann aus. Wir haben unseren Namechunk, mit dem wir einfach overflowen wollen. Wir schreiben einfach A's rein. Das nächste ist, dass das befreit wird. Und dieser Opfer-Chunk, den wir da überschreiben, wie der DS funktioniert, ist, dass es eine Liste ist, die zeigt, wo alles gerade hinzeigt. Und an diesem Punkt haben wir eine 4-Bit-Rate und wir wollen da raus. Machen wir also einen Stack-Pivot, einen Stack-Umdreher. Das ist nur einer von in einer Binary. Haben wir die Daumen-Pivots angesehen. Aber die meisten unterstützen nicht die weiten Instruktionen, die wir so brauchen. Leider ist eine davon so ein paar arithmetische Bedingungen, die
um deine ganzen Register da aufzuladen, müssen die Condition Flags das halt satisfying. Und das haben wir angeguckt, wenn dieser Pointer nicht null ist, dann werden die Bedingungen einfach nie erfüllt, weil Sachen nicht gemappt sind, dass es negativ Bereiche gibt. Das ist der CTF-Workaround, das können wir immer noch hinkriegen. Also den Heap-Free-List-Head mit einer Stack-Adresse überschreiben und auf den nächsten Malloc eine Stack-Adresse zurückkehren lassen. Da sind ein paar Beschränkungen zu. Das eine ist relativ normal. Das ist ganz normal für einen Pivotal-Stack-Heap. Du musst das auf den Stack heapen. Was, das Einzige, was du brauchst, ist eine Größe, gefolgt von zwei Null-Pointern. Und wenn Malloc da hingeht, um zu gucken, dann sieht er, die Größe ist groß genug. Da war sonst nichts in der Warteschlange, also mache ich das einfach. Und das funktionierte. Wir haben also den Stack, den nächsten Tag zu Stack memcopied. Malloc liest das für uns ein und da sind wir dann fertig, weil wir einfach ein kleines abschneiden können. Und dann benutzen wir einfach einen bestehenden Exploit, den es schon sehr lange gibt, und die Tag-Sektion zu überschreiben. Also, das ist dann das erste Herz, das weg ist. Du kannst nicht wirklich über Homebrew reden, ohne auch über den Kernel zu reden, denn wir wollen Zugriff auf Message Calls. Das Sandbox ist sonst von dir weg und als Angreifer willst du ein paar Syscalls sehr begrenzen. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Executable Memory auf einem Emulator zu mappen. Das ist ein bisschen tricky, weil du da Bugs in ziemlich beschränkten Syscalls finden willst. Das habe ich uns im letzten Talk angesehen, im letzten Jahr. Was wir so gemacht haben, ist, da haben wir einen Haufen Attacks an das Memory Mapping. Das hat dann am Ende nicht so richtig funktioniert. Da habe ich dann eine relativ schlechte Note von gekriegt, weil da ganz viel für war. Das war nicht so der Ort zum Gucken. Zum Gucken, da war so ein Designfehler drin beim Zurückzählen. Und das war nicht so, dass sie es nicht hinkriegen können, sondern dass es einfach sehr schwierig ist. Und es stimmt einfach nicht so dafür, wie sie da Ref-Counting machen. Also, wenn der User ein Kernel-Object holt, um eine Operation damit zu machen, rufst du ein Syscall, macht das richtige Ingref und macht es dann für dich. Habe ich mir das angeguckt und gedacht, naja, der Kernel benutzt dieses Objekt jetzt ziemlich oft. Ich habe es jetzt gespoilt, aber naja. Ich habe dann drei davon gefunden und das ist alles dasselbe. Sie benutzen alle ein Objekt, das zurückzugeben und haben alles einen Reference Count. Ja. Ein paar Leute haben mich gefragt, fürs Kernel Hacking zu Hause, habe ich gesagt, ja klar, guck hier, da ist auf jeden Fall noch was zu holen. Was? Ich spreche jetzt noch weiter über das Timer-Objekt. Das ist ein recht simpler Kernel-API. Man kann den Timer dort abfragen. Man kann diesen Timer stellen. Man kann ihn abfragen. Das ist einfach ein normaler Synchronization-Primitive. Wie ich gesagt habe, ich habe so reingeschaut und dachte, ah, das ist interessant. Da gibt es einen, der Pulse heißt. Denn was der macht, ist, wenn man den Timer auf Pulse setzt, dann wird zu jeder Periode dieses Pulses alles, was darauf wartet, bekommt ein Signal. Und wenn man darauf wartet, bekommt man dann das nächste Signal. Und es macht auf jeden Fall ein paar Sachen mit diesem Objekt, die ein bisschen komplizierter sind als die anderen Modi und die anderen Kernel Objects. Also habe ich mir mal angeschaut, wie die das machen, wie die diese Pulse Geschichte gemacht haben. Was passiert da eigentlich genau im Code?
Wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man, die machen so ein ziemlich gutes Locking. Und was dann hier passiert, ist, wenn das Signal durch diese Wartezyklus da geht und rescheduled wird, am Schluss wird der Timer-State einfach zurückgesetzt und wird gesagt, okay, wir warten auf den nächsten Cycle. Und das sieht doch ziemlich gut aus. Sie locken dort den Scheduler tatsächlich. Und aber nichts hält uns sozusagen davon zurück, eine asynchronous Close-Handle zu verwenden. Also nehmen wir Fast-Tags. Und das sind drei Syscalls. Gibt eine ganze Menge Setup, wo wir jetzt nicht reingehen, aber man legt quasi diesen Timer an, setzt ihn auf Laufen ziemlich schnell, schließt die Handle und wenn es gerade im Pulse-Modus war, es geht quasi um ein Wegrennen, um eine Race-Condition dort und das passiert aber ziemlich oft und wenn ich versuche, das zu gewinnen, dann klappt das eigentlich innerhalb von einer Sekunde mindestens einmal. Also schauen wir uns an, wie wir das Ganze exploiten können. Im Grunde, das ist ein bisschen komplizierter, ich zeige es gleich in einer Sekunde. Hier ist es das, wo das Ganze passiert. Also R7 zeigt auf mein Timer-Objekt und dann wird es freigesetzt, bevor wir auf diesen Chunk hier kommen. Dann lädt es diese R0-Geschichte dort und springt dorthin. So, dass ich diesen Use anspringe, nachdem Free gerufen wurde. Und das ist ziemlich exploitable. Wenn ich mir anschaue, wie diese Objekte alloziert werden, das ist die normale Situation. Die Tabelle zeigt zu dem tatsächlichen K-Timer-Tabelle und möchte diese K-Timer-Reset-Function rufen. Aber wenn wir dort free rufen, dann zeigt der Pointer auf den nächsten freien, aufs nächste freie Time-Objekt im Kernel. Und was daran angenehm ist, das überlappt sich tatsächlich mit dem initialen Timer-Value. Und damit bekommen wir, aber dass wir totale Kontrolle haben. So, nachdem also das initiale Wert gesetzt ist, sollten wir eigentlich ziemlich schnell im User Space sein. Das, was dort, was das aufruft, ist in einem Kernel-Thread. Wir haben also keine Garantie dafür, dass der User-Process tatsächlich memory-gemappt ist. Und selbst wenn man den Prozess öffnet, Kernel-Thread, kann man nicht mehr als 25% davon bekommen. Das ist also sehr, sehr unstabil. Auch weil es ein Kernel-Thread ist, den wollen wir jetzt nicht unbedingt crashen. Und das würde einfach alles kaputt machen. Und der Time-Sync-Thread wäre tot. Solange wir eine Funktion zurückgeben zu irgendwas definierten, solange sind wir eigentlich im Trockenen. Es gibt tatsächlich noch ein zweites Problem. Und der Kernel-Code ist auf hohe Adressen gemappt. Und die sind negativ und dieser Set-Timer-Syscall, der guckt tatsächlich, ob diese Werte negativ sind. Also brauchen wir einen ziemlich schrägen Trick, den ich gefunden habe. Wenn man den Timer setzt, kann man sagen, eine Sekunde von jetzt soll der Puls losgehen, dann addiert er die aktuelle Zeit zu dieser einen Sekunde dazu. Der Timer tut tatsächlich führt tatsächlich diese Addition vor. Und dieser Overflow ist nicht geprüft, wenn der Timer eingerichtet wird. So, wir können also tatsächlich das overflowen und damit einen Schedule erreichen, der zurück in die Vergangenheit zeigt. Hier ist mein ekelhaftes Setup dafür. In der Mitte dort, das ist der Beginn dieser Stelle. Und dieser Bereich auf der rechten Seite ist das, was das 3DS erlaubt, an Werten dort zu übergeben.
Das sind also die Puls-Periodenzeiten, die wir benutzen können. Und was ich halt mache, ist, ich setze es genau dort ans Ende. Es gibt einen Overflow und mit dem nächsten Puls, den ich auch kontrollieren kann, der auch unter dieser Range liegt, dann bekomme ich genau an die Stelle, wo ich hin möchte. Das ist schon ziemlich in Ordnung, aber leider an der Stelle ist es schon ganz stabil, aber wir wissen nicht so genau, was wir dann da zurückgeben, was da gecallt werden soll. Es gibt halt keine so einfache Funktion dafür. Unser negativer Scheduling-Stuff, der ist recht schwierig für verschiedene Calls hintereinander zu tun. Also versuche ich einen Call zu finden, der mir halt diese Kontrolle gibt. Und das ist, wo es wirklich, wirklich trickreich wird. Wenn wir uns anschauen, wie das Memory Mapping im 3DS aussieht, dann sehen wir das im User Space der FC-RAM im Zugriffsbereich liegt. Und der Kernel hat auch ein Fenster auf den Heap dort. Es ist ein geshared Mapping. Und das heißt, wenn wir dort reinschreiben können, dann endet das in etwas, was wir als User auch sehen können. Das ist tatsächlich eine ziemlich häufige Instruktion auf der ARM-Architektur, zu der wir springen können. Und an der Stelle machen wir einfach ein C++ Viewtable Call mit einem Argument. Und das heißt, dass R0 einfach die Adresse des Objektes enthält und R1 die Adresse, wo wir hinwollen. Und dieses B65C ist das, wo R1 hinzeigt. Wir sehen hier quasi eine zufällige Linklist. Und wenn wir runterschauen auf die Add-Instruktion, dann schreiben wir das auf das Objekt. Und auf diese Weise sieht es so hier aus. Es zeigt dann auf irgendwas im User Space und wir machen einen Alloc zweimal, können uns das im User Space anschauen. Ah, dort ist das Objekt. Wir kontrollieren hier die V-Table und dann sind wir eigentlich bei Standardmethoden, die wir einsetzen können. Okay, damit sind wir vom User Space im Kernel. Und das ist fast schon Game Over. Also, wir haben verschiedene Teile der 3DS damit schon geknackt, inklusive des Kernels und der Software, die auf diesem Security-Prozessor läuft. Was wir uns noch nicht angeschaut haben, sind die 3DS-Bootroms. Im Grunde gibt es da ein Bootrom für jeden Prozessor, für den ARM 11. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch mehr Bootroms im 3DS System on a Chip, im Nintendo S-Mode, aber wir fokussieren uns auf diesen 3DS-Bootroms hier. Was wir sicher wissen ist, er lädt irgendwie dieses Firmware-Image vom Flash-Speicher. Wir wissen auch, dass dieses ARM9-Bootrom all die interessanten Sachen macht, denn nur das ARM9-Bootrom hat Zugriff auf diese gesamte Krypto-Hardware. Wir wissen auch, dass das Bootrom die initialen Schlüssel initialisiert in den verschiedenen Keyslots. Und diese Schlüssel hätten wir natürlich sehr gerne. Leider ist das Bootrom abgeschaltet, beziehungsweise es schaltet sich selbst ab, bevor es die Firmware launcht. Und das 3DS, sie geben auch sehr, sehr schöne Fehlerbildschirme raus. Wenn also irgendwas kaputt ist, dann bekommt man einen Fehlerbildschirm. Also schauen wir mal, wie diese Bootroms geschützt sind. Im Grunde gibt es zwei Register, die wir ConfigSysRoot 9 und ConfigSysRoot 11 nennen. Und das Bootrom schreibt auf diese Register. Und natürlich ist das ein One-Shot. Man kann die nicht wieder einschalten. Das ist nicht die View. Und im Grunde, wenn es
dieses Bootrom abschaltet, dann disabled es tatsächlich nur die Hälfte davon. Was man also bekommt, sind zwei Teile vom Bootrom. Es gibt den ungeschützten Teil und den geschützten Teil. Man kann den ungeschützten Teil einfach dumpen und aus der Firma sich anschauen, aber man sieht den protected Teil, geschützten Teil halt nicht. Die sind schon ziemlich clever vorgegangen und haben all den interessanten Code in diesen geschützten Teil eingelagert. Und wenn man sich den Reset-Vektor anschaut, der springt einfach direkt in den geschützten Teil des Bootrooms, so dass man nicht wirklich rausbekommt, was dort passiert, wenn die 3DS startet. Aber was man machen kann, ist, man kann sich den ungeschützten Bootrom-Code anschauen. Wer weiß, vielleicht finden wir einen Bug da drin. Also zuerst schauen wir mal, da sind keine Schlüssel drin im ungeschützten Teil. All die Schlüssel sind im geschützten Teil aufgehoben. Es ist eine ganze Menge Treibercode da drin, spricht zu ein paar Hardware-Sachen, zum Flash, AES-Engine, zum SPI-Flash auch, was schon recht interessant ist, weil das ein sehr kleiner Chip ist, der auf den Wi-Fi-Socket gelötet ist und für Wi-Fi-Einstellungen nützlich ist. Andere Einstellungen, die dort drin sind, werden wir auch genutzt. Das ist für uns erstmal interessant. Da drin ist auch der ARM Exception Vector Table. Und das ist ein Design, das sie tatsächlich von älteren oder anderen Generationen von Nintendo DS übernommen haben. Wenn ihr die ARM-Architektur nicht kennst, im Grunde gibt es dort ein Exception Vector Table. Die befindet sich, ist an einer hardgecodeten Adresse im Bootrom drin. Und im Grunde, jedes Mal, wenn irgendwas Schräges passiert oder irgendwas Besonderes auf der CPU, dann springt es zu diesen Exceptions. Und der Reset-Vektor, den wir gerade gesehen haben, wenn man versucht, zu einer ungültigen Adresse versucht zu springen, dann wird der entsprechende Vektor ausgelöst. Und auch wenn man ein Interrupt empfängt, dann springt es zum Interrupt-Request-Vektor. Das sind also die Exception Vectors, hart kodiert im Bootrom drinne. Und es gibt ein Problem damit, denn als ein Entwickler, dann möchte man nicht, dass seine Exception Handler Routines im Bootrom drinne sind. Man möchte den Code ja schließlich ändern. Was sie also tun, ist Folgendes. Sie leiten all diese Exceptions-Ausführungen vom Bootrom um in eine andere Jump-Table, die sich im ARM9 RAM befindet. Das sieht also so hier aus. Was man hier sehen kann, ist, dass die Bootrom-Vektoren ja im Grunde eine Jump-Extraction auf die RAM-Vektors ausführen. Ja, die dann einfach nur Sprünge in die Firmware-Händler durchführen. So sieht es aus, wenn die Firmware tatsächlich läuft. Aber was ist beim Cold Boot? Beim Cold Boot bekommt man das hier. Das sieht schon recht interessant aus, denn wir haben diese Bootrom-Vectors, die zeigen zu ARM9 in den ARM-reinen RAM-Speicher. Aber weil das ein Cold Boot ist, ist im RAM noch nichts initialisiert. Das ist also für uns interessant. Ist nicht wirklich ein Bug, denn an irgendeiner Stelle sind diese Sachen natürlich initialisiert. Aber schummeln wir hier doch mal ein bisschen und sagen mal, nehmen wir mal an, wir können eine ziemlich zeitige Exception auslösen. Sogar noch bevor der Bootrom in der Lage ist, das Ganze auszulösen. Ja, es wird wahrscheinlich einfach nur crashen. Weil an Exception wird es einfach zu einem ungenutzten Memory springen und dann wäre einfach keine Instruction da. Also das ist nicht so wirklich nützlich, aber das ist ein ganz netter Hardware-Fehler drin. Das sehen wir, wenn wir einen Memory-Reboot haben.
Und dann haben wir geguckt, was passiert. Wir haben herausgefunden, dass ein bisschen RAM eigentlich gar nicht gelöscht wird beim Reboot. Und das ist ARM 9 ist da auch mit drin. Was wir jetzt machen, ist, wir machen ein paar Custom Exception Vectors in den RAM und machen einen Execution Flow in den Dumper Code. Und dann, was machen passiert? Das hier. Und das ist ganz interessant. Wenn wir das ansehen, dann heißt das, alles, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir eine Exception davon wegtriggern müssen. Wie können wir diese Exception triggern? Auslösen? Wenn wir uns diese Exception Vector Tabelle ansehen, gibt es da ein paar Exceptions, die auslösen können. Ein paar hart codierte. Sie werden nicht zum ARM 9 Memory springen. Und du kannst auch nicht die Unterbrechungsvektoren benutzen, weil Interrupts beim Reset deaktiviert sind. Und das wird dann einfach nicht funktionieren. Was übrig bleibt, sind diese vier interessanten Ausnahmen. Wenn wir die ansehen, die passieren normalerweise nicht, ne? Undefined Destruction ist relativ selten, es sollte eigentlich nicht passieren. Also, weiß nicht. Ganz netter Use Case, um eine Fault Injection zu machen, mal wieder. Man kann das nicht kompieren und ein paar mutierte Instruktionen rauskriegen und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine so eine Exception auslöst. Das ist der Vector Glitch Hack. Wir haben ein paar Vectors in den RAM aufgesetzt, einmal rebootet, ein bisschen geglitcht, nochmal geresettet, nochmal normal booten lassen und hoffentlich wurde der Dumpercode dann ausgeführt und schrieb dann einfach eine Kopie des Bootrams auf den Memory. Das ist alles nicht so stabil, aber es funktioniert für mich. Okay, wir haben also den Boot-ROM und Nintendo verliert hier auch mal wieder ein Leben. Und bevor wir uns den Boot-ROM nochmal ansehen, habe ich noch was Kleines für euch, einen kleinen Prolog. In 2014 wurde ein FCC-Dokument öffentlich, da ist es. Es sagt quasi, dass Nintendo die CPU im Nintendo 2DS geändert hat. Das ist ein ganz interessanter Satz, der einfach sagt, die haben die Security-Funktion des Initialisierungsprogramms geändert, das in dem Modell installiert ist. Der initiale ROM ist wahrscheinlich der Boot-ROM und offensichtlich musste ein riesiger Bug drin sein, ja? Also gucken wir uns den Boot-ROM mal an. Da sind ein paar Boot-Methoden. Du kannst vom NAND laden, das macht es meistens. Alternativ auch vom Spy-Flash. Das ist natürlich Wireless, Wi-Fi-Flash. Das startet nur von signierten und verschlüsselten Images. Das ist keine komischen Entwicklungsvektoren, die wir exploiten können. Es benutzt zwei verschiedene Seiten von Keys für NAND und Nicht-NAND-Boot-Methoden. Und selbst wenn Sachen leaken, kannst du das nicht benutzen auf deiner Konsole, die du gekauft hast. Also guck mal ein kleines Boot-Walkthrough an, also latsch schon einmal durch. Ganz normal eigentlich. Es sucht sich eine Boot-Device aus, lädt ein Firmware-Header und eine RSA-Signatur. Einfach nur ein Block. Und dann wird der Header gehashed und aus der Signatur gezogen und dann wird das verglichen. Und ganz einfache Signaturverifikation. Und dann sagt es, ja, der Header ist sicher und lädt dann die Firmware-Sektion. Das ist ein ganz simples Format. Du hast ein paar Einträge im Header, die erzählen, ja, okay, nimm die Daten von diesem Offset. Da ist eine Sektion, die sagt,
ladet diese Größe, diese Adresse, das ist alles relativ einfach. Wir kennen aus Nintendos Vergangenheit, dass die gerne RSA-Signaturen kaputt machen. Und gucken wir uns an, wie es sich so getan hat in den letzten drei Jahren. Sie benutzen RSA-Signaturen, die in der PKCS-Standardsprache sind. Das ist einfach ein Hauptstandard, die sagen, wie deine Signaturen aussehen müssen. Und sie benutzen 2048, also 2084 Bit-Version von RSA, was sicher ist. Und in der Signatur haben wir SHA-2-Hash drin. Das ist mit ASN1 encodiert. Das ist eine ziemlich komplexe Struktur. Das ist ähnlich wie die MP3-Struktur. Du hast kleine Chunks von Daten mit kleinen Headern. Und die Headers haben Tag-Bytes und Length-Bytes. Das ist alles ASN1-Stuff, der den Parser erzählt, welche Hashing-Algorithmen es benutzt. Und weil der SHA-2-Hash nur so groß ist in der Größe, ist da so ein bisschen Größe übrig, also die man füllen muss. PKCS sagt, nennt das Padding und das soll deterministisch sein. Wenn wir versuchen, Signaturen zu fälschen, ist das sehr schwierig, weil dieses Padding dann sehr lang wird. Wenn du Signaturen verschiedener Firmware-Images vergleichst, dann bemerkst du, dass nur die Hashes sich ändern. Der Rest der Daten ist immer derselbe für alle Signaturen. Aber nun, für irgendeinen Grund haben sie dann beschlossen, einen Signaturparser dazu zu schreiben. Was du jetzt also kriegst, ist RSA, wie Nintendo es will, mal wieder. Das Erste, was es macht, ist, versucht es, das Padding zu lesen. Und das ist einfach total kaputt. Da ist ein Flagbyte drin, der dir sagt, ob das Padding gecheckt werden sollte. Und wenn es 1 ist, dann ist es gecheckt. Aber wenn es 2 ist, dann überspringt es das einfach. Das ist ein bisschen schwaches Weak Bounce Checking. Wenn es durch dieses Padding durchgeht, dann stellt es sicher, dass es nicht out of bounds geht. Aber es sieht nicht so richtig nach, ob der Hash auch da reinpasst. Das nächste ist, was sie machen, ist, diesen sehr einfachen, sehr schwierigen Parser. Ja, der wird sehr simplifiziert. Wir wissen, dass da ein paar Längenfelder drin sind, da ist kein Bounce-Checking. Also muss man am Ende diese Länge dazufügen zum jetzigen Pointer in der Signatur und dann hören sie auf zu parsen und sagen, okay, wir haben geparst alles, was da ist und das sollte der Hash sein. Sie prüfen diese Länge nicht und dieser Pointer wird dann benutzt, um den Hash-Vergleich am Schluss anzustellen. Was man also sagen kann, ist, es prüft also nur ein paar Bytes in dieser Signature. Und dieser Parser ist echt ziemlich im Eimer. Der ASN-Parser ist total vereinfacht. Was wir also machen können, ist, wir können also eine perfekte Signatur erstellen, wo der letzte Pointer, wenn also das Padding geparst ist, in den ASN-1-Daten, dieser letzte Pointer entspricht dann dem Pointer des berechneten Hashes des Boot-ROMs. Was das tatsächlich macht, ist, es macht ein Memcopy bzw. ein Memcompare mit dem berechneten Hash und dieser berechnete Hash, das schlägt natürlich niemals fehl. Es will also immer einen Erfolg zurückgeben. Und das ist SickHex. So machen wir das.
SIGHEX ist also der Bootrom-Exploit von der 3DS und im Grunde können wir unsere eigene Firmware signieren und haben damit 62 Millionen verwundbare Geräte. Im Grunde sind alle Modelle von der 3DS davon betroffen. Weil das der Bootrom ist, kann Nintendo das nicht fixen. Das ist schon mal ganz nett, aber es gibt ja noch ein Herz, was übrig ist. Also, es fehlt noch was. Was wir noch nicht gemacht haben, ist, wir haben den ARM 11 Bootrom uns noch nicht angeschaut. Ist vielleicht nicht wirklich interessant, aber der Vollständigkeit halber wollen wir den doch schon gerne haben. Und theoretisch können wir eigentlich einen Vector-Glitch-Hack machen, weil das auf derselben Schwachstelle beruht. Aber jetzt, wo wir unsere eigene Firmware signieren können, lass uns doch mal was Eigenes probieren. Wenn man sich den ungeschützten Teil des ARM 11 Bootrams anschaut, sieht man, dass da eine ganze Menge Referenzen drin sind auf den ARM 11 Speicher. Vielleicht können wir unsere eigene Firmware so einrichten, dass wir ein paar Bootrom-Daten überschreiben können. Aber die Bootrom-Entwickler waren schon recht clever. Der ARM9-Bootrom, der prüft diese Firmware-Sections tatsächlich. Und sie haben eine Blacklist. Unglücklicherweise kann man damit nicht einfach diese Datensektion überschreiben, aber aus irgendeinem Grund haben sie vergessen, die Boot-11-Data-Region zu blacklisten, sodass wir dort draufschreiben kann, beziehungsweise auf die Exception-Vectors zugreifen kann. Und damit kann man ganz simpel den Boot-11-Bootrom rausdumpen. Ja, das war eigentlich ziemlich einfach. Jetzt kann ich euch was sagen. All diese Sachen über den Bootrom, das haben wir im Sommer 2015 gemacht. Wir hätten darüber also bereits letztes Jahr sprechen können, aber weil wir recht freundliche Hacker sind, haben wir das so lange zurückgehalten. Nintendo sollte uns dankbar sein. Gut, das war's. 3DS, Game Over. Hier ist ein Bild der Nintendo Switch. Our bodies are ready. Thank you very much. Vielen Dank. Wir haben noch ungefähr fünf Minuten für Fragen. Sind da Fragen aus dem Internet? Keine? Hallo? Ja, das ist genau eine Frage aus dem Internet, und zwar die ist, das Internet möchte wissen, ob wir DSP-Code-Executions dafür bald kriegen können. Can you repeat the question? It's very hard to understand here. Okay, the Internet wants to know. Also nochmal, das Internet möchte wissen, ob wir DSP-Code-Ausnahmen kriegen, also Ausführungen kriegen können. Nun, der DSP von der 3DS hat seine eigene Firmware und das ist in einem Kernel-Modul drin. Und im Grunde, wenn man die eigene Firmware einbringen kann, dann kann man den Kernel auch dazu bringen, dass er eine andere DSP-Firmware lädt. So, ja, im Grunde kann man das machen. Okay, Leute gehen schon weg. Seid bitte leise. Da war eine Frage im Mikrofon 3. Jetzt nicht mehr. Okay. Hat das Internet auch mehr Fragen? Ja. Das Internet möchte wissen, ob wie die Wii U dazu geglitscht werden konnte. Nun, ich möchte nicht detaillierter darlegen, wie ich das gemacht habe, aber es gibt ein paar Fault Detection Attacks da drauf. Mein Setup sah so aus, es war eher kompliziert. Ich musste eine ganze Menge Zeug modifizieren auf dem Wii U Mainboard, um das zum Funktionieren zu bringen. Also, ich denke, ihr müsst das selbst rausbekommen, tut mir leid.
Okay, there's a question upstairs. Das oben ist eine Frage, Mikrofon 5. 7, aber das ist schon okay. Du, ihr habt gesagt, dass ihr alle 2DS gebrochen habt, aber ihr habt doch gesagt, dass der 2DS im Boot-Prozess sich verändert hat. Also habt ihr das verifiziert, dass es für die erste Version auch funktioniert? Ja, das haben wir gemacht. Also die neue 3DS kam raus, kam nach der 2DS raus und die neue ist auch angreifbar. Und im Grunde sind alle Nintendo DS-Konsolen genauso verwundbar. Ja, wir haben das verifiziert. Wir wissen nicht, was dieses FCC-Dokument im Detail bedeutet. Wir haben ein paar wirklich neue 2DS aus dem Laden bekommen und im Grunde ist da kein Unterschied im Bootrum drin. Also ja, alles ist komplett verwundbar. Gut zu wissen, danke. Letzte Frage von Mikrofon 3. Eine Spaßfrage aus Interesse. Wenn ihr so eine Device kauft, wollt ihr da auch drauf spielen oder guckt ihr nur, ob ihr das hacken könnt? Also persönlich, bei der Wii U besitze ich überhaupt gar kein Spiel. Ich habe aber auch keine raubkopierten Spiele, also ja.